Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Special. Wir haben die 500 Abonnenten geknackt, beziehungsweise zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme sind es 555. Das ist eine schöne Schnapszahl und dementsprechend würde ich ganz gerne ja, mich bei euch bedanken, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr die Videos von mir schaut, von uns schaut und schön kommentiert, euch mit mir freut, mit uns freut und das Ganze verfolgt, was auch immer es hier ist. Ja, Pen and Paper groß machen. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich noch nicht genau, was es geben wird. Die Pakete sind allerdings unterwegs und was es geben wird, das verrate ich euch gleich in dem Unboxing. Das Paket ist aktuell noch nicht da, aber wenn es da ist, dann kommt der Schnitt und dann folgt das Unboxing an dieser Stelle und dann seid ihr genauso schnell, genauso schlau wie ich. Eine Ewigkeit später. Sechseinhalb Stunden später. So, das ist also das Paket. Ja, gerade eben vom Postboten bekommen. Und ich habe hier nochmal eine Banane. Banane for Scale, ihr kennt das Problem. Und das Ding ist 9,5 Kilo schwer. 9,5 Kilo. Ich habe keine Ahnung, was Tanja da reingepackt hat. Das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. Ich muss mal gucken, ob ich das hier aufkriege. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, ich mache das Paket erstmal ganz in Ruhe auf. So, dass ich es öffnen kann. Und dann machen wir gemeinsam weiter. 12 Sekunden später. So, ja, Ding ist auf. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, ich habe bisher noch nicht reingeguckt. Was haben wir denn da? Das sieht mir nach einem Brettspiel aus. Ist das ein Würfelset? Ja, das Trefferzonen-Set von der ja, neuen DSA 5 Box mit den tollen Gallert-Würfeln, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe. Original eingepackt und verschweißt. Sehr geil. Ich glaube, da freut sich jemand. Wer auch immer es bekommt. So, das sieht mir nach Rippers aus. Rippers Resurrected. Spielerhandbuch. Spielleiterhandbuch für Savage Worlds. Habe ich noch gar nichts von gehört. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich zwar schon einmal mit Savage Worlds beschäftigt, habe das auf einer Convention gespielt. Ich teste ganz gerne mal neue Systeme aus. Und ich finde, Savage Worlds ist hochinteressant. Für Spontanrunden werde ich das sicherlich nochmal ausprobieren. Ihr kennt das ja selber, immer das Problem mit der Zeit. Aber ja, also, wow, finde ich gut. Ich glaube, die sollte man, bin mir nicht ganz sicher, zusammen verschenken. Schauen wir mal nach. So, oh, sehr gut. Das neue Dungeon World vom. Das müsste der System Matters Verlag sein, genau. Hier unten könnt ihr es sehen. Dungeon World. Ja, hochinteressant. Ich glaube, da würde ich auch gerne nochmal reingucken. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, kurze Unterbrechung. Und wir machen nach der Dungeon World weiter mit Hellfrost. Ihr könnt das unten sehen, auch schon am Zeichen. Das ist auch wieder Savage Worlds. Ja, sagt mir auch nichts, muss ich ehrlich gestehen. Sieht interessant aus. Durchquere ein Land voller epischer Abenteuer und Wunder. Ja, das heißt, wir werden auf diesem Kanal wohl Splittermond anbieten müssen, richtig? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Gut, und Thundered Skies. Geborstene Himmel hört sich auch schon mal ziemlich gut an, auch wieder Savage Worlds. Und ja, da müssten wir mal uns hinten nochmal überlegen, wie wir die Spontanrunden demnächst dann auf unserem Channel aufziehen.
Ja, wie gesagt, wenn ihr mitspielen mögt, dann meldet euch einfach auf der Drachenzwinge und schreibt mich an und dann können wir mal gemeinsam gucken, ob wir ja eine Runde Savage World spielen. Was es genau wird, weiß ich noch nicht, aber kriegen wir hin. So, dann, das habe ich eben gerade schon gesehen, als ich die anderen Sachen rausgeholt habe. Schaut euch das an. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was sich jetzt dahinter verbirgt. Genauso viel Ahnung wie ihr. Aber das konnte ich eben schon durch die Verpackung sehen. Das Bestimmungsbuch von Sandy Peterson, das habe ich hier schon in meinem Schrank rumstehen. Das habe ich schon. Aber die Zeichnungen da drin sind sowas von genial. Wenn ich jetzt eine PDF hätte, würde ich die PDF einblenden. Ah, verdammt, ist eingeschweißt. Dann mache ich, ja, ich glaube, ihr kennt das teilweise sogar schon von ein paar Thumbnails von mir. Da habe ich nämlich die Zeichnung rauskopiert, eingescannt, den Hintergrund ein bisschen unsichtbar gemacht. Das ist richtig gutes Werk. Ja, wurde auch schon von verschiedenen anderen Quellen rezensiert, unter anderem auch von Orkenspalter. Ich bin mit diesem Werk sowas von zufrieden. Es ist genau das, was man haben will, wenn man ja ein paar Entitäten beschreiben möchte, ein paar Götter. Völlig egal, ob das jetzt in der Cthulhuiden-Welt ist oder ob man das für irgendwie so ein paar Chaos-Dämonen braucht, Warhammer oder selbstverständlich auch DSA, weil ja, je nachdem, was man da so haben will, zum Schmökern ein Traum. Nichts für Kinder. Überhaupt nichts für Kinder. So, das sieht doch schon wieder sehr interessant aus. Die Siebenwindküste. Das ist dann das Regionalwerk zu, ja, dem Niemals ohne Seife waschen, zu dem Westen, zur westlichen Region. Ihr könnt es hier einmal sehen. Ja, sollte euch eigentlich bekannt sein. Wenn ihr diesen Kanal verfolgt, seid ihr natürlich dann höchstwahrscheinlich auch an DSA interessiert. Zumindest vermute ich das. Und ich vermute, dann werdet ihr auch schon von diesem Werk gehört haben. Die Siebenwindküste. Ja. Und die siebte See. Piraten von Pegasus. Da kann ich jetzt leider wenig in die Kamera halten. Ihr seht es ja hier. Siebte See. Grundregelwerke, limitierte Ausgabe sogar, sehe ich jetzt gerade erst. Gibt auch so ein bisschen nach, hat so einen ganz, ganz interessanten Buchrücken, auch hier mit den Beschlägen. Wusste ich gar nicht, dass sie das anbieten. Das wusste ich gar nicht. Wollte ich auch mal in einer Spontanrunde spielen, das ist allerdings dann nicht zustande gekommen, weil da zwei Spieler dann abgesagt haben, wie das eben bei Online-Runden so ist, aber das System selber, hochinteressant, so ein bisschen die amerikanische Version eines Europas, so wie Amerikaner sich das eben vorstellen. Und Simbarum habe ich schon mir runtergeladen, die PDF aus dem Shop bei Drive-Thru, aber noch nicht gelesen. Habe ich aber auch bisher nur Gutes von gehört. Die Dämmerung bricht herein, da wo Ka verfinstert sich. Von Prometheus. Ja, kann ich jetzt auch gerade wenig zu sagen. Wie gesagt, ich habe nur Gutes von gehört, weiß aber allerdings nicht so viel dazu berichten. Weiß nicht, wie das System ist, ob das ausgegoren ist. Keine Ahnung. Müsste ich nochmal machen, wenn ihr da eine Rezension zu haben wollt. Wie gesagt, die PDF habe ich, dann müsstet ihr mir das einmal schreiben. Ja, das war's. Eine ganze Menge. Das Paket war urschwer, also 9,5 Kilo. Und das wird jetzt unter die Leute gebracht. Ja, bevor ich euch jetzt erzähle, wie ihr diese neuen Bücher und das Würfelset gewinnen könntet, möchte ich noch einmal den Kanal von Tanja einblenden, Emporion of Games. Das ist die eBay-Seite von ihr, wo sie zu ziemlich günstigen Preisen schöne Rollenspielbücher oder Zubehör anbietet. Ich habe da gerade beim Drüberscrollen habe ich noch etwas entdeckt, was ich dann gleich nochmal versuchen werde zu schießen.
Und ich kenne Tanja durch den SK-Podcast. Da ist sie dann auch eine der Mitwirkerinnen. Ich habe sie einfach angeschrieben, weil ich auch seit einiger Zeit bei ihr bestelle, wie gesagt. Und sie hat dann auch gesagt, ja, dein Kanal gefällt mir. Hier hast du ein paar Bücher und viel Spaß damit und deiner Community. Und ich finde einfach, das ist unglaublich großzügig von ihr, dass sie dann ohne zu zögern uns, also euch, diese Bücher zur Verfügung gestellt hat. Und daher möchte ich das einfach mal lobend erwähnen. Ansonsten habe ich da, wie gesagt, nichts von. Ich werde hier nicht an eBay beteiligt oder so ein Blödsinn. Ich habe einfach von ihr die Bücher bekommen, die ich jetzt an euch weitergebe. Okay, wie könnt ihr die Bücher gewinnen? Ja, was möchte ich haben? Was habe ich mir vorgestellt? Ich werde zwei von den 10 Büchern verlosen an den oder diejenige, der mir einen schönen NPC bastelt. Das heißt, ihr könnt einfach alle daran teilnehmen. Das ist dann ja einfach nur ja Fantasie geknüpft, sag ich mal. Ich will hier keine Werte haben. Das ist hier weder DSA 5 noch 4.1. Ich möchte einfach nur einen Namen haben. Also heißt die Person Rohaya oder Alrik oder Raul. Ne, völlig egal. Und sie soll einen Spitznamen haben, etwas, das sie auszeichnet. Sowas wie 7 Leben Alrik oder Pechsträhne Rohaya, Hinkebein George, irgendwie sowas. Da kann man sich dann schon eine ganze Menge darunter vorstellen, wenn man alleine diesen Namen hört. Ne? Zum Beispiel, man sitzt in der Taverne und die Leute reden alle über diesen Hinkebein George. Ne, das ist halt ein ganz spezieller und man kann doch bei ihm irgendwelche Aufträge bekommen oder Gerüchte erfahren. Zudem möchte ich nicht nur einen Namen haben, also Spitzname und Vorname oder auch Nachname, sondern der soll natürlich auch einen Beruf haben, eine Profession. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Bettler sein oder ein Pirat. Der kann vielleicht früher mal Söldner gewesen sein oder ist es immer noch Seefahrer, Bade, vielleicht ein Eleve oder eine Elevin, eine Schülerin, also von einem Magier oder ein Geweihter, je nachdem, wen ihr mir da so präsentiert. Ja, überlegt euch was. Zudem braucht er oder sie bitte auch einen Nachteil oder einen Vorteil, der ihn auszeichnet. Ja, also ist er depressiv oder ist er ein von Prophezeiungen erfüllt? Das heißt, kann er ja schwach in die Zukunft sehen oder so etwas? Das sind dann natürlich Nach- oder Vorteile. Ich bräuchte beides für diese Person. Also was kann er gut und was kann er nicht so gut? Und er braucht bitte eine Geschichte. Das heißt, warum kann man ihn da an der Stelle finden? Ist er auf dem Schiff als Besatzungsmitglied? Ist er in einer Bade und wartet auf die Helden? Sitzt er vor einem Tempel oder in einem Tempel? Wo kann man ihn treffen? Und was hat er für Gerüchte? Was kann er so erzählen? Was wäre wichtig? Das sind so die Dinge, die ich haben möchte, wo quasi jeder mitmachen kann. Man muss nicht mal so sehr Aventurien gefestigt sein. Das kann auch eine Geschichte sein, wie er seine Frau verloren hat oder wie ein Schatz, ein Piratenschiff gesunken ist und er kennt jetzt die Aufenthaltsstelle. Man müsste natürlich tief tauchen, aber er kennt die Position. Das ist mir jetzt völlig egal. Ganz unabhängig von DSA. Es kann natürlich DSA-Bezug haben. Ich würde das nämlich, wenn es besonders gelungen ist, auch ins Let's Play einbauen. Das heißt, eure Kreatur, euer NPC, kommt dann hier rein. Kreatur, sagte ich gerade. Es muss also nicht mal ein Mensch sein. Wenn ihr meint, ihr habt einen besonders lieben Achat gebaut, dann kann das auch ein Achat sein, also ein Echsenmensch. Gut, das ist also wie gesagt eine Idee, die ich habe, wo jeder mitmachen kann. Diesen NPC bitte einmal mit Spitzname, Vor- oder Nachname, Nachteil, Vorteil, Profession und der Geschichte. Das können 3 Sätze sein, das kann meinetwegen aber auch 10 Sätze sein, als Kommentar unter dieses Video. Und da suche ich mir dann die 2 Besten aus, vielleicht sogar die 3 Besten, aber ich habe mir jetzt erstmal so gesagt, 2 von den Büchern werden dann unter denjenigen verlost. Und ja, genau, das ist so das, was ich als ersten Punkt haben will.
Dann habe ich natürlich noch ein paar mehr Bücher und auch die sollen verlost werden. Da möchte ich jetzt kreativen Input von euch haben und zwar noch kreativer als eigentlich zuvor. Ich hatte das eigentlich mal als 500 Abonnenten Special geplant. Jetzt haben wir 600 Leute und dementsprechend, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Es ist völlig egal, ob ihr jetzt die DSA-Runde nehmt oder die Game of Thrones-Runde, irgendwas von Cthulhu oder auch Splittermond. Also ich habe ja ein paar Runden erzählt, schaut einfach in den Playlists nach, wenn euch da irgendwie was Besonderes interessiert. Irgendeine Szene, die ich mal gespielt habe oder ja, die hier auf diesem Kanal mal Thema war. Soll, ja, weiß ich nicht, entweder vertont werden mit Musik, wenn ihr sowas könnt. Oder aber ihr könntet mit Lego diese Szene nachspielen in Stop Motion oder ihr könntet euch selbst filmen, wenn ihr das wollt, und dann draußen eine Szene nachspielen, meinetwegen mit Freunden, mit eurer DSA-Runde, wenn ihr daran Interesse hättet. Dann, wie gesagt, einfach nachspielen. Ihr könnt da dann auch die Tondatei drüber legen, das Original, und dann nur die Münder bewegen. Ihr könntet aber auch zeichnen. Wenn ihr jetzt also keine Lust habt, euer Gesicht in die Kamera zu halten oder auch künstlerisch nicht tätig seid, wenn ihr keine Legos habt, dann könnt ihr auch zeichnen und malen und, weiß ich nicht, sowas wie einen kleinen Comic-Strip präsentieren. Ja, ich weiß nicht genau. Also das, was ihr meint, was ihr könnt, wo ihr künstlerisch tätig sein werdet. Ja, wie ihr das umsetzt, ist völlig euch überlassen. Ihr könnt mir das dann über verschiedene Wege zukommen lassen, entweder per E-Mail oder ihr schreibt mich über die Drachenzwinge an. Das ist mir herzlich egal. Ja, künstlerisch tätig sein. Wenn ihr ein Video dreht, könnt ihr das dann auch bei YouTube hochladen und mir dann den Link geben. Das könnt ihr auch tun. Ich würde das natürlich gerne nicht nur meiner Runde präsentieren, sondern auch dem Rest des Internets. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann ja, also ja gut, bei Zeichnungen ist das vielleicht gar nicht so sehr abwegig, aber jetzt auch gerade bei, wenn ihr euch selber filmt, das. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ihr das umsetzen wollt oder so, aber auch Musik würde ich dann gerne einmal dem der gesamten Community vorstellen, den Abonnenten, die wir hier haben. Ja, und dann natürlich auch mit Namenserwähnung, wer das so getan hat. Und dann könnt ihr euch, ich sag erstmal, drei Bücher aussuchen. Das heißt, unter allen Einsendungen verlose ich dann drei Bücher, die könnt ihr euch aussuchen. Ich werde dann einfach mal den Platz 1, 2 und 3 prämieren, je nachdem, was dann da kam und wie mir das so gefallen hat, wie der Rollenspielbezug auch war, ob man das alles erkennen kann, ob das dann irgendeine Szene aus unserer Runde war. Zur Not könnt ihr da auch noch sagen, von wann diese Szene ist, wenn mir das selber gerade nicht einfällt. Ja, genau. Und wie gesagt, der Platz 1 kann sich als erstes sein Buch aussuchen, Platz 2 dann als nächstes und Platz 3 danach. Und ja, die anderen zwei oder drei Bücher, je nachdem, wie toll die NPCs sind, können sich dann danach die Plätze aussuchen. Zeitansatz, ich sage einfach mal bis zum 31.12. um 23:59 Uhr. Das ist jetzt ein Monat und da habt ihr dann auch noch die Weihnachtsferien Zeit, euch irgendwas zu überlegen, wenn ihr wollt. Ein Monat Zeiteinsatz sollte eigentlich reichen, wenn ich keine drei Entwürfe bekommen sollte. Dann ist das gar kein Problem. Ihr könntet das auch noch später einreichen. Wie gesagt, ich werde bis zu drei Bücher dann für diese Sachen verlosen. Aber ja, dann, wenn ihr später einreichen solltet, Konjunktiv, dann kann es eben sein, dass die Lieblingsbücher schon weg sind, weil ich werde dann, ja, wenn ich wie gesagt nur zwei Vorschläge bekomme, dann können sich die ersten zwei Plätze, zwei Bücher aussuchen und dann werde ich danach die NPCs, ja, die NPC-Plätze anschreiben.
So, Frosty, wir haben hier natürlich noch ein paar Dinge offen. Es sind 9 Bücher und eine Würfelbox. Wir haben jetzt 5 bzw. 6 Dinger verlost. Ja, das heißt, wir werden die Sachen später verlosen, wenn ich viel positiven Content bekomme, also gute NPCs und ja, auch viel Kunstprojekte, dann kann ich mir überlegen, ob ich in Zukunft öfter mal sowas mache. Ich habe ja hier dann noch die 4 Bücher offen. Wir werden auch weiter wachsen, zumindest vermute ich das. Und ja, wenn ihr Lust auf weitere solche Specials habt, solche Community-Aktionen, Verlosungen, dann ja, könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde mich zumindest freuen, wenn es dann ja in naher Zukunft noch einmal ein weiteres Projekt geben würde. Gut. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt mich gerne nochmal an. Und von meiner Seite aus bin ich, glaube ich, fertig. Das Video ist sowieso schon zu lang. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste.